Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Sockte Sims. Oh. Und ich hoffe natürlich auf der einen und vor allen Dingen auf der anderen Art und Weise familienadäquat. Jo, die Hoffnung, die ich irgendwie immer habe. Und bis jetzt auch ganz gut gelungener Art und Weise natürlich auch eingehalten habe. Genau, also ich muss mal kurz das Mikrofon hier ein bisschen hinbewegen. Ja. So ist die, ne? Oh, Mensch, das ist so ein schöner Wind. Ihr guckt halt das mal an. Ja, das ist halt natürlich so eine Sache, da können die Leute in der Schweiz und in der Österreich nicht mehr sehen, weil da so viel Schnee ist. Die sind ja so zugeschneit gewesen, ne? Das geht da ja nicht mehr. Ja, mal schon der Katastrophenzustand da ja habt. Wer ist denn das? Anissa Huberts. Eine Erwachsene. Ja. Gut, wo waren wir stehen geblieben gestern? Genau, wir haben hier einen Spengel gemacht, einen sogenannten Schneebengel, einen sogenannten Spengel. Da liegt er. So, und als nächstes darf er hier eine Schneebahn bauen. Machen wir mal einen Schneemann. So, und während der junge Herr hier einen Schneemann zaubert, läuft die Huberts hier an uns vorbei. Hallo, Frau Huberts. Ja. Richtig fleißig, der Kleine. Ist der aber schnell, der Junge. Alter, Falter, der am Tempo, Alter. Das geht ja ja nicht, das ist ja alles. Das sag ich hier ab hier. Ja, und die sind da noch dabei. Da, seht ihr ja. Ja, schön beim Schlittschuhlaufen. Ist natürlich die Frage, ob hier noch ein Familienmitglied vorbeikommt. Wir könnten ja theoretischerweise provozieren, dass wir hier der Familienangehörigen herantelefonieren. Wäre eine Möglichkeit. Es wäre aber sehr simpel, wenn ich das so mache. Es wäre eher schicker, wenn ihr von alleine kommt täten. So in der Art. Hallo, wer ist denn bitte? Wieso macht denn der da mit? Wer ist das? Das ist doch sehr seltsam. Wer ist denn bitte? Ein Kevin. Ein Kevin ist es. Ja, der Vorbehalt der Deutschen gegenüber Leute mit dem Namen Kevin. Ja, da ist er. Der ist wieder weggegangen. Besser so. Als hätte ich den Jugendschutz anrufen müssen. Man weiß ja nicht, was so ein Kevin heutzutage anstellt. Aber die hat auch einen strammen Young, wa? Alter, ey. Das ist der Fitnessstudio gewesen, oder was? Ja, für die Hose musst du mutig sein. Oh Mann, ey. Das geht ja nicht. So, nochmal eine Kugel. Alter, krasses Ding. So, wie sieht's denn hier aus mittlerweile? Wie spät haben wir es? 15.25 Uhr. Es wird dann langsam auch bald dunkler. Wo ist denn die Sonne? Die Sonne, die Sonne, die Sonne, die Sonne ist da oben. Ja, ist noch ziemlich weit oben, die Sonne. Ich denke, so gegen 17 Uhr wird es dann langsam runtergehen. Dann haben wir abends und dann sieht das hier auf der Eisbahn natürlich noch umso geiler aus. Ja, da sieht es dann umso geiler aus. Hallo. Ey, die sehen ja mal geil aus, die Klamotten. Bis auf die blöden Hosenträger da oben, die sehen scheiße aus. Aber die Farbe der Hose ist Hammer. Da kannst du sagen, was du willst. Die sieht wirklich gut aus, die Farbe. Aber, wie gesagt, die Hosenträger sind scheiße. Gefällt mir nicht. Die dackelt auch so ein bisschen komisch rum. Sehr merkwürdig. So, der Schneemann scheint fertig zu sein. Gott. Mit der Zitrusfrucht als Lächeln. Oh je, das ist ja mal... Ja, wisst ihr echt nicht, was du zu sagen sollst. War weiß ich auch nicht, ne? Pass mal auf, ich habe eine Idee. Der Papa wird mal noch einen daneben bauen. Er darf hier mal einen Schneemann bauen. Mehr Auswahl. Ah, da war es doch gewesen. Ich bin ja auch manchmal so. Schneemann bauen. So, damit ist das hier mal beendet. Jo, der Witcher ist noch da, das ist noch da, die Mama macht noch ihre Pioretten. Also die Mama ist echt gut. Die Mama ist echt gut, da kannst du sagen, was du willst. Ich muss mal nachgucken. Die Mama, die ist noch auf Lernmodus. Was lernt sie denn aktuell noch? Was ist denn das?
Wird hier nicht angezeigt, wa? Wellness? Nee, das ist alles schon voll. Wochen. Fitness ist auch schon voll, das ist es nicht. Was ist? Was lernt sie denn da bitte? Was ist das, was da höher geht? Ist es nicht. Misskräuterkunde, bla, programmieren, Raumfahrt, schreiben, Videospiele, Wellness. Ich weiß nicht, was sie da lernt. Es wird hier auch nicht gelistet. Sie fühlt sich unwohl. Was hat sie denn? Gezerrter Muskel. Oh, dann solltest du aber langsam aufhören. Hier, pass mal auf, hier dann. Dann machst du mal langsam Ende. Du willst hier was aufräumen. Finde ich sehr schön, dass du hier alles aufräumen willst. Du darfst hier aber auch einen Schneemann bauen. Wo hast du denn das? Hier hingehen, da sowieso Schneeengel machen? Nee. Einen Schneemann bauen, genau. Dann haben wir Vater, Mutter, Kind auch als Schneemänner. Genau, kommst du mal hier hin. Wie lange hast du den Gezerrten jetzt? Die hat sie 4 Stunden. Also 20.51 Uhr hört es dann langsam auf. Also 21 Uhr ist er weg. Der gezerrte Muskel, ne? Arme junge Dame. So, die beiden sind fleißig. Wo ist Junior? Junior spielt Schach. Pass auf, Junior. Jetzt darf sie mal so richtig nass machen. Pass mal auf. Hier, mitspielen. Zeigst du mal, was Sache ist. Und Junior lernt Logik. Oder? Könnte Logik sein. Könnte mich auch irren. Ja, jetzt geht's. Ja, jetzt sieht man's grün. Jetzt geht's. Ja, ja. Sehr gut. So, und hier kommen die Schneemänner. Mal sehen, wie das wird. Pass mal auf. Und du darfst danach auch hier einen Schneeengel machen. Beziehungsweise auch einen Spengel. Und du machst dann auch nochmal einen Spengel. Hier. So, und da ist der Schneemann. Schauen wir uns den mal an. Okay, das ist wieder diese Blumenversion. Der scheint irgendwie immer diese Blumenversion zu machen. Ich weiß nicht warum. Scheint aber hier oder da irgendwo seine Berechtigung zu haben. Ja, so und so. Okay, der macht den Spengel hier fast kaputt oder so. Naja, es ist ziemlich nah dran. Aber geht noch. Ist noch. Ja, kannst du so machen. Ist in Ordnung. So, es wird langsam dunkel hier. Dunkel in the dark. Bahn gestalten. Beleuchtung einstellen. Wir können ja mal eine andere Farbe einstellen. Farbeintensität. Genau, irgendwie sowas. Ja, das ist geiler. Ah, hier so. Das ist schon cool. Snow, ja. Sieht cool aus. Hat was. Gefällt mir. Der Rhythmus, Leute, sorry, tut mir leid. Manchmal eskaliere ich. Yeah, eskaliert endlich. Da haben wir lange drauf gewartet. Waren ja nur draußen 600 Folgen. Jetzt geht's aber los hier. Oh ja. Das ist so geil. Gut. So, jetzt gucken wir uns mal die... Ja, so mit Monokel, ja. Das sieht geil aus. Das ist so Schneemann like a Sir. Ja, also, das ist echt cool. Ich rufe gerade an, der SMS. Da soll eine Talent-Lounge-Dings da sein. Ja, okay, kann man machen. Ja, der guckt in die richtige Richtung, der leider nicht. Das wäre so geil gewesen, wenn alle so drei jetzt in die richtige Richtung gucken. So, wir haben 3 Spengels. Wir haben 3 Spengels. Es wird langsam kühler. Guck mal, man sieht so langsam den Reif hier hochwandern. Guckt euch das mal hier. Da kommt der Reif so langsam hoch an die Stühle. Der zieht so langsam durch. Das wird kalt. Boah, es wird wirklich kalt. Was haben wir? Schneemann gebaut, weil Schneemann gebaut hat. Was könnte befriedigend sein, als sich einen eigenen Freund zu bauen? Kima freut sich, ja. Und wie sie sich freut, was haben wir hier Schönes? Spielen im Schnee. Ein Winterwunderland. Das ist sehr schön. Oh, starker Zusammenhalt. Und nochmal ein Lolli. Glücksgefühl. Ja, trotz gezerrten Muskel. 3 Stunden hat sie jetzt noch auszuhalten. Die arme junge Dame. Ja, 3 Stunden muss sie noch durch. Und jetzt sieht das so mit dieser Schneebahn natürlich so richtig geil aus. Und deshalb würde ich mal sagen, wird sie hier einfach nochmal ein bisschen befahren.
Er wird auch noch mal ein bisschen befahren und Junior darf natürlich hier auch noch mal befahren. So, dann macht er hier mal den hier weg hier. Das braucht er nicht mehr machen. Hör auf mit der Logix. Du musst hier nicht am Wochenende rumschleimen. Ja, das kann ja wahr sein. Also Streber hier, ey. Ja, jetzt genießen wir hier echt noch mal. Oh, das ist so geil, Leute. Ich freue mich gerade. Kannst du echt bringen, ne? Wir gehen mal hier mal mit auf die Schneebahn rauf. Hallo Junior. Ey, der überholt uns hier voll. Oh Mann, ey. Die überholen uns alle, das ist unfair. Ja, ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Mensch. Hier fehlt doch noch einer im Bunde. Wo ist denn der? Ah, da. Oh, der ist so schnell. Hallo, ich komm kaum hinterher. Da ist er, ja. Gott, dreht der eine Kohle ruf, ey. Ja, ist natürlich kein Wunder, dass du dann fast ausrutscht. War das der Einzige, der hier so ein Tempo hinlegt, wa? Nicht mal der Witcher legt so ein Tempo hin, ja. Da muss man sich schon mal überlegen, ja. Du kriegst hier einen Drehwurm. Also, wer als erstes schlecht ist, also übel, könnt ihr ja mal die Minuten einzahlen gehen, wann euch schlecht wurde. Machen wir jetzt mal einen Wettbewerb draus. Mal sehen, wer am längsten durchhält. Ja. Boah, Leute. Bist du schnell. Das verfolgen wir eher mal ein bisschen Junior. Das ist ein bisschen ruhiger. Da kommt die Mama schon vorbei. Junior überholt sogar den Hexer. Ey, der Hexer kann nicht gut auf Eis laufen. Apropos auf Eis laufen. Wo sind seine Schlittschuhe? Der macht da zu Fuß. Dann ist ja kein Wund. Der macht das zu Fuß, der Hexer. Da ist ja klar. Aber ruhigerweise, man hört bei ihnen auch so, und man sieht auch die Kufen und so weiter. Also diese Risse im, also die Spuren. Ihr wisst schon, was ich meine jetzt, ja? Okay, gut, okay, ich auch. Ja, so, der Hexer hat hier noch, der sagt Tschüss und auf Wiedersehen. Ich will mal nach Hause. Mal gucken, was Schatten macht. Ja, mach's gut. Tschüss. Und da geht er. Bye, bye. Ja, weg ist er. Gut, und ich würde mal sagen, ich verdünnisiere mich auch für heute. Wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allen Dingen dürft, gerne morgen wieder. In dem Sinne euch alle einen schönen Tag. Ciao, ciao, bye, bye und Cheerio.